Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus dem SCS Software Blog. Ja, ich war ein bisschen überrascht. Deutschland nochmal Überarbeitung, diesmal von Stuttgart. Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Warum? Stuttgart hat ja schon mal eine Überarbeitung bekommen vom Flughafen und vom Stadtkreis. Und jetzt reißen die das komplett nochmal weg und machen es nochmal neu. Also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber okay, finde ich gut. Finde ich klasse. Es war ja mal eine Aussage da, dass SCS in Deutschland nichts mehr macht. War wahrscheinlich eher das Straßennetz gemeint, aber die Städte werden nochmal komplett überarbeitet, was ich richtig, richtig gut finde. Also wir können uns hier mal ein paar Bilder angucken. Wir werden ja dann hier ein bisschen durch Stuttgart durchfahren können. Also wird alles ein bisschen groß und schöner dargestellt. Gefällt mir zum Beispiel hier alles schon sehr gut. Mit den ganzen Plakate hier und hier sieht man noch welche. An diesem Schutz hier, Plakate, da sind Menschen mit einem Kaffee oder was das darstellen soll hier. Sieht richtig gut aus. Ne? Ampel, auch hier alles so ein bisschen gleich mit Berge und so. Also das Typische, wer schon mal in Stuttgart war oder in der Gegend oder herkommt, der weiß, wie es da aussieht. Das sieht alles richtig gut aus. Ne? Sehr authentisch. Sehr, 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 sehr schick. Dann haben wir hier noch, müsste das Stadttheater sein, oder? Ja, könnte hinkommen. Dann haben wir hier noch, auch hier, das ist das, was ich gemeint habe, hier ein bisschen so bergig und so, ne? Sieht richtig gut aus. Im Hintergrund der Turm, der Fernsehturm müsste es sein, ne? Aber ich glaube, da kann man nicht raufgehen, oder? Der ist doch gesperrt, oder? Na egal. Hier sieht man nochmal das Stadttheater, hier die Stadtautobahn. Hier auch nochmal. Also sieht richtig gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wer es, ich kann es euch mal zeigen auf Twitter. Wer Twitter hat, der sollte da SCS abonnieren. Warum? Kann ich euch sagen, also wir können uns das hier nochmal ganz kurz anschauen und ich mache es mal in Vollbild. Da können wir uns hier die Bildchen nochmal anschauen, weil beziehungsweise das Video dazu. SCS teilt ja immer gerne Videos und da sieht man es nochmal ganz gut. Also hier auf Twitter, Followers, da sieht man es noch ein bisschen besser als wie die Bilder, die wir im Blog haben. Ne? Finde ich eigentlich schade, dass es im Blog nicht auch gleich mit reinposten, aber da sieht ihr das ein bisschen besser. Ne? Mit neuem Industriegebiet, hier sieht man es nochmal. Das kommt alles mit hinzu, bin ich mal gespannt. Hier. Straßenbahnnetz. Ich hoffe, es gibt keine Chaoten später im Multiplayer, die dann da runterfahren, weil die fährt nämlich nach unten. Bin ich mal gespannt. Wird bestimmt lustig. Im Multiplayer. Aber ansonsten sieht das richtig, 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 richtig gut aus. Ne? Das gefällt. So, das ist erstmal so ein kleiner Eindruck hier von Stuttgart. Also da könnt ihr mal hier abonnieren und da seht ihr dann auch das Video dazu. Finde ich mal ein bisschen besser als wie die Bildchen an sich. Was noch die Frage ist, also es muss anscheinend schon komplett fertig sein, denn die schreiben, im Moment können sie noch nicht sagen, welche Stadt als nächstes auf den Weg kommt. Also die werden weitermachen in Deutschland, das zu überarbeiten. Wir haben ja schon mal diskutiert, ich würde mir natürlich Hamburg wünschen mit dem Hafen, das wäre immer mega geil. Aber es gibt so viele große Städte, Berlin zum Beispiel, da gibt es noch so viel Potenzial. Also denen geht nicht die Arbeit aus. Und ich schätze mal, Stuttgart kommt dann in 1,47, wann die kommen wird. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, allzu lange wird das nicht dauern, muss ich immer ganz ehrlich gestehen. Denn die Versionen, die springen uns immer an, das ist Wahnsinn. Deshalb glaube ich, dass das nicht so lange dauern wird. So, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Beitrag, hier dürft ihr das gerne machen, einfach kommentieren, entweder hier unter dem Video oder direkt bei SCS unter den Kommentaren oder halt jeweils bei Twitter, Insta, Facebook, TikTok, wo auch immer, könnt ihr euch das doch mal reinziehen und da kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit dieser Information hier. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.